Bauer sucht Frau-Moderatorin und Schlagersängerin Inka Bause war in der MDR-Talkshow Riverboat zu Gast. Eigentlich wollte sie dort über ihr neues Album sprechen, doch stattdessen ging es relativ schnell um die Beauty-Eingriffe der 52-Jährigen. Moderator Jörg Kachelmann zeigte einen Clip aus dem Jahr 2016, in dem Inka zu sehen war. Dann kamen die beiden auf das Thema Botox zu sprechen. Anstatt abzublocken oder den Eingriff zu dementieren, plauderte Inka aus dem Nähkästchen und war super ehrlich. Ich habe ein bisschen Botox in der Stirn. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Komponistentochter bin, aber ich hatte richtige Partiturlinien auf der Stirn. Die haben sich mit Ende 40 gebildet und das möchte ich einfach nicht. Sie habe sich deshalb Botox spritzen lassen und das sei ihr auch nicht unangenehm. Inka erklärt, dass sie es so einfach hübscher findet und außerdem solle jeder einfach machen, was er für richtig hält. Und das sehen wir auch so, liebe Inka.